Hallo meine Damen und Herren. Oh Gott, fehl direkt am Anfang. Hallo meine Damen und Herren zu einem neuen Part von Ultimate Team. Ja, wir sind hier im Menü. Ich habe mal so ein paar Spiele ausgemistet nochmal. Ihr seht ja, ich habe jetzt wieder über 15.000 Münzen. Wir gehen auf den Tauschstapel, dort habe ich nämlich auch noch welche stehen. Luis Gustavo, erstes Gebot für 1.000 drin und Roberto Carlos, das noch nichts geboten. Lucio ist derzeit auf 1.400 Münzen. Bin mal gespannt, was ich für den raushauen kann. Ja, wir gehen erstmal in den Shop, machen ein kurzes Pack-Opening auf Gold. Was wollen wir denn? Ist hier nicht irgendwie mal eine Premium-Runde irgendwas dabei? Oh, was ist das? Oh, das ist abgelaufen. Warum ist das immer noch da? Das steht schon seit Ewigkeiten da. Wir holen uns dieses, oder? Sollen wir uns dieses holen? Ich kann mich da nie entscheiden. Oh, ich brauche FIFA-Points. Oh, schon wieder. So, Premium Gold Jumbo oder dieses hier? Oh, komm schon, egal. Auf geht's, 15.000 Münzen. Chat you. Jawohl, irgend so ein No-Name. Mal wieder nur Scheiße gezogen, ganz ehrlich. Albelda. Braucht keine Sau. Verkaufen. Ob den überhaupt jemand haben will? 350. Oder wie viel ist der wert? 308. Wenn wir mal für 300 reinstellen. Oder? 350. So. Objekt anbieten. Schulz. Auch verkaufen. 350. Den hier auch verkaufen. 350. So viele 350er. So. Rechtes Mittelfeld. Oh, der ist noch ganz schnell. Stellen wir den mal für 500 rein. Hier, Chedu, ein Innenverteidiger. Auch den, na gut, den werden wir für 750 mal reinstellen. José Angelo oder so. Ja, auch reinstellen für 500. Isco, keine Ahnung, wer das ist. 300. Den Vertrag hier für 200 sofort kaufen. Den Vertrag für 200 sofort kaufen. Den Vertrag für 200 sofort kaufen. Ne, Quatsch, für 350 sofort kaufen. So. Und diesen hier ebenfalls. Die Verträge will ich jetzt mal gerade noch loswerden. Damit kann man noch gut Geld machen, schnell. Und den hier sowieso. 300. So. Den werden wir jetzt behalten. Verbrauchsobjekte sind nicht so viel, ist nicht so viel Platz drin. Fitness. Oh, Torwart. Alter, alle Attribute plus 10. Heftig. Das muss doch viel wert sein. Formationsänderung stellen wir mal für 250 rein. Das hier braucht zwar nie einer, aber stellen wir auch mal für 300 rein für eine Stunde. Eine Manager-Modifikation stellen wir auch mal für 350 hier rein mindestens. Und dann das Newcastle-Trikot. Das will niemand haben wahrscheinlich. Carrizo für 300. Und was haben wir hier? Laurent Blanc. Der ist das nicht der französische Nationaltrainer? Ich glaube schon. Wenn wir mal reinstellen für 750. Gut. Und das Stadion hier für 150. Auf geht's. Bin ich mal gespannt. Wird hier wohl noch nicht großartig viel passiert sein, oder hat er jetzt, oh, drei Stück sind schon gekauft, also die Verträge wahrscheinlich, ja. 350, 350 und 200. Und die hier laufen jetzt alle erstmal noch ein bisschen. In der Zeit können wir ein Spielchen spielen, aber wir spielen kein Spiel, wie es bei Saw der Fall ist, sondern wir werden ein schönes FIFA-Spielchen spielen. Nochmal schnell alles durchschauen. Ja, oh, 1500 sind es jetzt, also es ist schon 100 mehr geboten. Bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt gehe ich erstmal kurz noch schnell was machen und dann werde ich sofort in die Partie starten. So, da sind wir wieder, war ganz kurz weg. Also mir wurde gesagt, ich könnte hier meinen Verein einfach direkt löschen und dann wieder von ganz vorne anfangen. Das wurde von ein paar Leuten gefordert. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denn so drüber denkt, ob ich das wirklich durchführen sollte. Es wäre eigentlich sau Kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann wieder von ganz vorne anfangen müsste. Dann hätte das ja alles nichts gebracht mit diesen vielen Münzen und. Na egal, wir werden jetzt erstmal auf Online gehen, werden
den hier irgendwie rehabilitieren. Was haben wir denn da noch Schönes im Karton? Was hat er denn? Bein. Habe ich Bein? Nein, ich habe kein Bein. Oder? Was ist das? Nein, das ist Oberkörper. Wie viele braucht er denn? Och, drei. Dann holen wir gleich die Vierer. Oder wir werden das holen. Und das. Ja, gut. Ansonsten, was geht so mit den Leuten? Moral ist ganz schön im Keller momentan. Können wir die nicht nochmal raufschrauben? Haben wir da nicht irgendwas? Nein, haben wir nicht. Aber wir hätten für den Torwart alle Attribute plus 10. Haben wir zumindest mal eben eingesammelt. Wo ist das hin? Hallo? Das hatte ich doch eben noch. Wo ist das? Nochmal ein bisschen Geld gemacht. Habe ich das jetzt auch auf die Transferliste gestellt oder was? Das wollte ich eigentlich im Verein speichern. Das ist gar nicht da. Ich hatte doch Torwart alle Attribute plus 10. Hä? Das ist einfach weg. Das ist einfach weg. Wo gibt's denn sowas? Was soll das? Es ist einfach weg. Komisch. Egal, wir werden jetzt in die Partie starten. Einzelspiel online. Und, ja, Aufstellung müssen wir da noch großartig was bearbeiten. Nein, wir werden mal den rechten Verteidiger hier rausnehmen. Und Balotelli kommt mal hier mit auf die Bank. Gut, kann's losgehen. Auf in den Kampf, mein Junge. Suche Gegner. Dauert etwas länger. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber die Defensive scheint doch etwas, vielleicht hat er bei der Defensive auf Schnelligkeit gesetzt, das werden wir jetzt sehen. Ja, hat er getan. Ansonsten ein gutes Team. Ähnlich dem meinen, also dem, wie heißt es, dem Bundesliga-Team von mir, aber er hat Ter Stegen noch im Tor, der, nicht der geabte Ter Stegen, sondern der andere Ter Stegen. Bin ich mal gespannt, was er mit seinem Bundesliga-Team schaffen kann. Ich muss jetzt erstmal vor der Partie sagen, dass ich seit über einer Woche nicht mehr gespielt habe. Und dementsprechend werde ich wohl jetzt auch dran sein. Ist zwar wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht, aber man muss sich eben erstmal wieder einbringen. Oh, nee. Paul. Schiedsrichter, pfeif. Schiedsrichter, du Pfeife. Oh, Schiri. Nochmal. Jawohl. Bam! Oh, Mist. Der Schuss von Carlos Eduardo, der war ja fast drin. Leider war es die Latte. Ich glaube, ich habe da noch einen ganz kleinen Tick zu fest drunter gehauen, sonst wäre das Ding wohl drin gewesen. Ah, das war jetzt aber ein Foul. Nein, war es auch nicht. Der Schiedsrichter ist heute eindeutig gegen mich. Er befindet sich also nicht auf meiner Seite. Gut, dass Felipe Santana so schnell ist. Aber darum haben wir ihn ja auch hier in der Mannschaft drin. Michel Bastos. Ah, schade. Das war ja... Millimeter waren das da ja. Schaut euch das nochmal an. Bam. Ach, Mist. Ja, der war noch dran. Der war noch dran. Das habe ich gar nicht gesehen. Machen wir den Eckball hier. Oh. Geh doch mal einer hin. Farfan über die Rechtsaußen. Aber Farfan wird da wohl nicht so viel ausrichten können. Zumindest mal jetzt gerade nicht. Ich meine, der ist eh nicht so... Oh, leck 1-0. Der ist eh nicht so gut, der Farfan, finde ich. Zumindest mal im Spiel. Ach, Mist.
So ein Mist. Oh, was macht der denn da? Mal schnell noch ein zusätzliches Kaugummi eingeworfen. Ich dachte schon, ich müsste mich darum fürchten, dass jetzt noch ein Tor fällt. Santana, du bist schneller. Gut so, Junge. Oh. Foul. Schuss! Oh, das gibt's doch nicht! Komm schon, Junge. So schlecht schlage ich mich gar nicht mal dafür, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Michel Bastos. Jetzt Dumbia, Dumbia! Oh, schade. Etwas zu weit für den Elfenbeinküster. Den Ivora heißt das ja. Nein, nein. Ach, Mist. Jetzt haben wir ihn. Oh nein, Carlos Eduardo, was machst du da? Na gut, 1:0, das ist ja immerhin noch akzeptabel, auch wenn das Gegentor etwas doof gefallen ist für mich natürlich. Zum falschen Zeitpunkt natürlich auch. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt ein Tor schießen, weil hätten wir nämlich 2:1 geführt, wäre es der richtige Zeitpunkt gewesen. Also, dass ihr mich versteht, wie ich das meine mit dem falschen Zeitpunkt. Och, Bastos. Den haben wir. Varela. Michel Bastos. Oh, da wird er gelegt. Hallo, Schiedsrichter. Ja, gut, er pfeift. Das ist doch schon mal immerhin etwas. Ach, viel zu weit drüber. Was habe ich denn da gemacht? Also, das hat zwischendurch mal ganz gut geklappt gehabt mit dem Freistoß, aber mittlerweile habe ich es irgendwie nochmal verlernt. Ich hatte es gelernt und jetzt habe ich es wieder verlernt. Das ist irgendwie komisch. Komm schon. Jawohl, gut so, Santana. Hast den wieder weggehauen. Warum machst du nicht das, was ich dir sage? Nein. Oh, fast noch ein Eigentor. Ich glaub's nicht. Also, wenn wir geschlagen werden, dann können wir nur uns selbst schlagen. Wellington. Schnell wie eine Tonne. Also schneller. Ah, warum habe ich nicht einfach drauf geschossen? Hätte es wenigstens noch Eckball gegeben. Michel Bastos. Schönes Ding, 41. Spielminute. 1:1, Ausgleich. Da haben wir es doch. So schnell kann das gehen. Na gut, so schnell war das jetzt eigentlich nicht, aber das Ding ist drin, ne? Und das heißt 1:1, das heißt, wir haben wieder ein offenes Spiel. Das heißt, wir können wieder alles ändern. Wir können wieder das Spiel gewinnen. Also das hätten wir vorher auch machen können, aber egal. Jetzt steht die 1:1, jetzt steht die 1 auf unserer Seite auch. Besser für uns. Ja, stelle ich noch einen Weg rein. Jetzt hat es dann auch noch geleckt. Warum leckt denn das jetzt so? So, jetzt hat es schon. Jetzt ist es schon vorbei. Hat aufgehört zu lecken, aber die Situation ist natürlich dann auch vorbei. Zu weit, den hat mein Torwart. Rafinha. Och, Varela. Na gut, jetzt ist Halbzeit. Von daher war das gar kein Problem. 1:1 in... Nee, nach 45 Minuten, genau. Ausgeglichene Partie, würde ich mal behaupten. Hör, fail.
Ein Schuss, ein Tor und nicht 7 zu 1, also nicht so ausgeglichen. Aber meine Schüsse waren eigentlich gar nicht mal. Hallo, der eine Schuss. Das Tor war ein Schuss aufs Tor. Der Distanzschuss war gegen die Latte. Das muss auch ein Schuss aufs Tor gewesen sein. Naja, egal. Ganz kurze Pause, bis das Spiel weitergeht. In 16 Sekunden. Weiter geht's. Noch 3 Sekunden wären Zeit gewesen, aber egal. So, wir werden bis zur 60. spielen. Dann wird Mario Balot. Upsala, Balotelli aufs Feld kommen. Ach, Mist. Komm schon. Ah. Felipe Santana verwechsel ich irgendwie immer mit Michel Bastos. Ach komm schon, lass mich doch wenigstens einmal hier den Ball erobern und ein Tor schießen. Dumbia, der ist sauschnell, der Kerl. Warum hält der den auch noch? Ich glaub's nicht. Oh, jetzt gibt's Eckball. Was macht der denn da? Warum beschwert denn der sich? Der sollte mal aufhören, sich zu beschweren hier. Bam, in die Mitte hauen. Und jetzt, oh, Dumbia, 2 zu 1. Jawohl, 53. Minute. Da haben wir es doch. Kopfballtor, Seydou Doumbia. Das 2 zu 1. Der Führungstreffer für unsere Seite, für unser Team, für unser Ultimate Team. Schöner Eckball, schöner Kopfball, schönes 2 zu 1, schönes Tor. Und, oh Gott, ich sollte aufhören mit diesen ganzen Aufzählungen. Jetzt heißt erstmal die Führung halten und nicht direkt das Gegentor kassieren, würde ich mal behaupten. Komm schon. Da haben wir es doch. Ach, Varela. Da hat der zu tief in die Trickkiste gedrückt. Oh nein! 57. Minute, Lucas Barrios mit dem Ausgleichstreffer. Kein guter Spielzug. Von mir. Also, keine gute Verteidigungssituation. Wir haben nicht gut verteidigt. Was macht der denn da? Dementsprechend fällt dann auch das 2 zu 1. 2 zu 2. So rum. Jetzt wollte ich mich schon benachteiligen. Gut so von Carvalho. Hätte er den jetzt nochmal verloren, hätte ich gerade gesagt. Nix gut so. Oh. Oh. Ah, jetzt haben wir ihn. Da ist Veliton. Der überrennt ihn doch eh. Ne, überrennt er ihn nicht. Warum überrennt er den nicht? Bastos! Mann! Ah, Freistoß. Gut, dann werden wir jetzt gerade mal auswechseln. Dann werden wir uns Veliton vorknöpfen, denn der kommt auf die Bank. Für Balotelli. Im linken Mittelfeld werden wir dann jetzt Ribéry einsetzen für Michel Bastos. Und auf geht's. Wechsel. Wird vollzogen. Nein, jetzt habe ich außerdem auf Passen gedrückt. Oh! So ein Mist, das war so eine schöne Position. Was macht der da zum Teufel? Will das Spiel in die Breite ziehen oder was? Seydou Doumbia, die schnelle Sau. Jetzt Balotelli! Oh, warum fliegt denn der vorbei? Was soll denn das? Mein Gott, nein! Junge, was soll das? Coentrao. Ach, komm schon. Warum haben die jetzt alle gelbe Schuhe an? Ach, Dumbia, Mensch. Falsche Richtung habe ich den wohl gemacht, den Trick. Andere Richtung hätte er geklappt. Boah. Boah. Nein, Santana, was tust du da? Oh.
Was für eine Rettungsaktion. Geiles Ding. Ricardo Carvalho. Bam! Haut der das Ding da weg? Oh, den müssen wir haben, den müssen wir. Ah, Lucas Barrios. Aber Abstoß für uns, für Rui Patricio. 2 zu 2, 74. Minute. Oh, Balotelli springt gegen den Ball. Und jetzt hat er sich selbst verarscht. Warum pfeift er jetzt? Wir haben doch den Ball. Was will der denn? Ist doch gar nichts passiert. Jetzt hätten wir eine gute Chance gehabt und der macht die zunichte. Balotelli. Oh, leck mich doch. Fett. Wie hat denn der bitte geschossen? So. Und dann mit 100 Stundenkilometern. Mit so einem Puff. Pass. Warum sage ich Puff? Ich sehe nichts, wenn das so leckt. Eduardo! Warum hält der den immer? Das ist Ter Stegen, das muss man einsehen. Aber warum hält der den immer? Carlos Eduardo. Jetzt macht das Ding. Oh. Joao Moutinho. Fabio Quintrao. Balotelli. Ach, komm schon. Balotelli. Nein. Was tust du da? Eine waschechte Italiener. Warum heißen Italiener eigentlich Andrea und... Oh nein. Die heißen immer, die haben immer Frauennamen. Da verstehe ich nicht so ganz. Simone. Das finde ich jetzt gar nicht gut, dass wir jetzt auf einmal hier hinten liegen. Sehr offensiv. Balotelli stand im Abseits. Stand er doch nicht. Oh nein! Mach doch das Ding rein. In den Winkel. Oben rechts da. Hoher Druck. Jetzt müssen wir alles geben. Alles müssen wir geben. Alles, was wir haben. Na? Lucas Barrios. Felipe Santana. Gib Gas, Junge. Gib Gas, Junge. Balotelli. Nein, das wäre perfekt gewesen. Dumbia! Nein! Jetzt spielt er sich bestimmt hinten in die Ecke rein. Ja, jetzt spielt er sich hier fest und jetzt hat die ganze Zeit geleckt. Auf Balotelli. Balotelli, Carlos Eduardo. Balotelli, der geht doch hin, Junge. Nee, jetzt ist er dummer durch. Ich glaub's nicht. Komm schon. Oh! Oh! Na, jetzt pfeift er ab. Ich glaub's nicht. So ein Rotz! Mann! Meine Fresse, ey. Führt man 2 zu 1 und verliert 3 zu 2. Komm, mach weiter, Junge. Wen interessiert denn das jetzt noch? Ich mach eh nicht aus. Wenn ich deine ID rausbekomme, ich edde dich, schreib dich an und fick dein Leben. Mach doch! Das interessiert ja niemanden! Ich hasse so Leute. Ich hasse so Leute einfach. Lassen das die ganze Zeit laufen, obwohl sie genau wissen, dass es keinen interessiert. Die kriegen auch nicht mehr Münzen dazu. Ich breche doch nicht ab. Ich bin doch nicht bescheuert. Na gut, jetzt haben wir die erste Partie mal nochmal hinter uns und mal wieder eine Niederlage eingesteckt. Wir haben jetzt doppelt so viele Niederlagen wie Siege. Toll, ne? Ja, mehr lässt sich jetzt erstmal nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und sage einfach mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Alex. Bitte bewerten und kommentieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.